Und zwar jetzt. Und zwar jetzt. So. Ich frage mich übrigens gerade, wieso habe ich mein Safe-Level eigentlich Hans genannt? Quatsch. Da. Das ist doch vollkommener Schwachsinn. Das muss natürlich Hand-I heißen. So. Tada! Kleiner Serverschrank. Hier ein bisschen Rohr gedönst. Gott, das wirkt hier alles so milchig. Ach so, hier ist noch eine Glasscheibe drüber. Ich laufe gar nicht direkt auf den Rohren rum. Hier ist noch eine Glasscheibe drüber. Das merke ich jetzt erst. Ja, dann gibt es selbst hier einen doppelten Boden. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum das immer so milchig wirkt. Na gut, auch wieder geklärt. Und ja, das hier ist die letzte Map, die ich persönlich schon selber angespielt hatte. Und da draußen, da erwartet euch ein Augenschmaus vom Feinsten. Und genau in dem Augenblick, wo ich das da draußen, das da gesehen hatte, ja, ich zeig noch nicht, ich muss erstmal hier aufräumen, habe ich mich dann entschieden, auch das private Spiel abzubrechen und lieber auf das Let's Play zu warten. Weil, ich meine, das da oben habe ich ja leider schon gesehen, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es von Map zu Map einfach nur noch besser wird. Alter, hier gibt es einfach so viel zu entdecken. Lol, die haben jetzt sogar einen richtigen Fluss gemacht. Oh, die Falle wollte ich jetzt noch gar nicht aktivieren. Na gut. Und auch hier wieder, es hat einen Sinn. Ich meine, klar, es ist jetzt letztendlich auch nur eine Tür, die keine Funktion hat. Aber es wirkt einfach authentischer, oder? Ja? Ja? Glaubt ihr mir? Und hier, schön Licht, da wo Licht ist. Es ist einfach so ultra geil. Ich weiß, ich rede viel zu viel. Aber lasst mich. Lasst mich in meinen Träumen. So, jetzt gehen wir nicht mal hoch hier. Achso, ja. Da. Na komm. Guckt euch alleine diese Deckel hier oben an. Also, ich möchte an der Stelle eine Bitte an euch wenden. Wenn irgendjemand von euch irgendeine Map kennt, die auch so in diese Richtung geht oder in Richtung von Extermination Day. Digga! Lass mich in Ruhe! Ah, unser Leben sieht nicht mehr ganz so prickelnd aus. Tada! Guckt euch das einfach an. Guckt euch das an. Die haben einfach aus diesen beiden nutzlosen Teichen einfach sowas, also ich schätze, würde so ein Kühlbecken darstellen. Mit Licht. Wasser gemacht, haben hier ein richtiges Gitter reingemacht und das allerbeste, was ich an dieser Map so richtig liebe, ist das hier. Dieses Ding, was hier einfach hochfährt, sah relativ voll aus,
Und das war einfach so ein Block, der hier hochgefahren ist. Und jetzt haben sie dort aber einen richtigen Kran gemacht. Richtig hier nachgebildet mit diesen Gleitschienen, wo der Kran hin und her fahren kann. Bis hinten rüber. Und hier hoch und runter gehen kann. Es ist einfach so fucking awesome. Und wie ihr seht, überall ein bisschen Lebendigkeit ein bisschen hintergerissen. Dahinter ist ein Gang, da ist ein Secret hinter, das habe ich auch schon entdeckt. Guckt euch das an, guckt euch das an. Dankeschön. Ja, die Fußschrittgeräusche muss man noch ein bisschen im Wasser anpassen. Dass man da die ganze Zeit dieses Bodenklopfen hört, ist natürlich ein bisschen Bullshit, aber ist halt leider eine Macke von der GZ Doom Engine. Aber gut. Aber einfach, da ist ein Gang mit den Rohren. Ah! Das sieht alles so geil aus. So, mehr war hier erstmal nicht. Da hinten gehen wir später hin. Wer schießt hier auf mich? So. Okay. So, die hätten wir schon mal. Ah, richtige Treppe. So, da kommen wir noch nicht hin. Da gehe ich mal hier unten rum lang. Auch hier wieder doppelter Boden. Was? Achso, hier. Da komm mal her. Arschloch. Machen wir hier mal sauber. Und dann holen wir uns mal das Gesimsel hier. Da. Oh, nein. Ja, bei der Wasserengine musst du mir echt noch ein bisschen was tun. Das mit dem Wasser haut doch nicht ganz hin. Gerade dieses im Wasser schwimmen ist echt eine Katastrophe. Das liegt aber nicht an dem Map-Pack, sondern ist halt bei GZ Doom allgemein. Ich meine, dieses ganze Wassergedöns ist zwar schon ein altes Feature, dadurch, dass es aber kaum Maps gibt, die dafür wirklich Gebrauch machen. Wie gesagt, gerade Maps wie diese kennt keiner. Die findet man nur durch Zufall irgendwo. Und deswegen gibt es natürlich auch kaum Leute, die diese Features weit genug austesten können. Und dementsprechend verbessern können. Und dementsprechend bleiben gerade so eine Features wie dieses Wasser halt von der Entwicklung her immer ein bisschen zurück. Aber es funktioniert schon relativ gut. Und auch hier wieder. Ich glaube mal, dass es geil aussieht, muss ich gar nicht mehr sagen, oder? So, jetzt haben wir hier schon ein paar Waffen doppelt. Dann nehme ich die mal ganz kurz alle hier. So. Dich nehme ich auch noch. Die haben wir auch doppelt. Perfekt. Dankeschön. Dankeschön. So. Und wie ihr seht, wir haben hier noch keinen Raketenwerfer bekommen. Den bekommen wir tatsächlich erst später, beziehungsweise ich habe den ja halt durch das Secret in der ersten Map bekommen. Aber normalerweise bekommt man hier halt keinen, sondern erst später. Oder habe ich den gerade einfach nur übersehen? Keine Ahnung. So. Weil im ersten Testzustand habe ich den auch nicht gesehen, den Raketenwerfer. Wobei das ist ja auch ein bisschen tiefer gesetzt. Vielleicht habe ich den deswegen nicht gesehen. Wer weiß das schon. Achso, halt. Hier bin ich falsch. Wir gehen mal den offiziellen Weg. Der geht gar nicht.
habe ich schon meinte, wie gesagt, mit dem Wasser ist halt noch eine relative Qual. Auch hier wieder einfach geil. Einfach geil. Achso, ihr landet mal hier. Ach Quatsch, ich bin doch hier vollkommen falsch. Da muss ich hin. Hier und den Schalter drücken. Und jetzt, Achtung. Tada. Das Ding fährt richtig hoch. Es ist einfach so geil. So, wir sind mal wieder hier. Was? Achso, danke. Oh. Gerade hat mein Rechner richtig gewackelt. Guckt euch diese Vollidioten an. Wie geht nochmal das Tor auf? Das müsste eigentlich auch aufgehen. Wieso geht das nicht auf? Verstehe ich gerade gar nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Also ich sag mal so, diese Taschenlampe geht natürlich auf. Ich meine, ich habe damit monatelang schon gespielt. Aber diese neue Taschenlampe ist natürlich wesentlich besser, weil man sieht hier, die Taschenlampe ist halt wirklich extrem einfach, ist einfach ein Spotlight, was halt den Nachteil hat, dass es extrem unrealistisch wirkt, weil der Lichtkegel jetzt an der Wand ist genauso groß wie da hinten jetzt. Heißt also, der Lichtkegel wächst gar nicht. Und vor allen Dingen, ab einer gewissen Entfernung, hört er sich einfach ruckartig auf. Während dieses neue Licht halt wirklich immer dunkler wird, je weiter es in die Ferne geht. Ach, er steht auf. Na, ist ja nett. Wo bist du denn? Dankeschön. So, öffnen wir mal das hier. Haben wir hier alles? Ja, ne? Es wirkt so fucking geil. Und mir wird gerade so fucking kalt, weil das Fenster auf ist. Achso, halten die das da erst. Danke da. Ah, nee, die nehme ich noch nicht. Erstmal holen wir uns da oben den fucking Imp. Pinky. Ah, das sieht einfach alles so geil aus. Oh. Ja, und es leuchtet nicht durch. Manchmal doch, manchmal nicht, hä? Jetzt leuchtet es durch. Jetzt nicht mehr. Seltsam. Danke dafür. Aha, da geht's zum nächsten Level runter. Wobei ich mir gerade gar nicht so sicher bin, ist jetzt Level 3. Habe ich ja schon die ersten 4 Levels durchgespielt? Ah, ich weiß nicht, wer weiß ich. So, jetzt gehen wir erstmal zurück und holen uns jetzt die ganzen Boni. Achso, ne, halt. Hier. Erstmal das Backpack. Oh, gehen wir hier rein. Haben wir hier irgendwelche Waffen liegen? Nee, ne? Nee. Da waren wir bereits. Hier ist eine Waffe. Wieso kann ich die nicht aufheben? Verstehe ich nicht. Na gut. Vielleicht ist die Copyright geschützt. Diese Waffe steht wohl nicht unter einer quelloffenen Lizenz. Da muss ich erstmal Gebühren an Microsoft entrichten. Den Raum hier habe ich mir bei meinem Durchgucken der Maps unerreicht angeguckt. Alter! Na, wie gesagt, Wasser spackt noch ein bisschen rum. Nichtsdestotrotz ist die Map an sich geil. Danke dafür. Da muss ich hin. Wobei, hier haben wir ja alles soweit mitgenommen. Ja, doch. Ach, hier. Da ist noch ein bisschen was. Und hier muss auch noch ein bisschen was sein. Ach so. Hä, wo ist der Typ, der hier war? Gab es den gar nicht?
War ja bloß eine Illusion. Gut, hier haben wir alles. Dann gehen wir jetzt mal die Life-Points holen. Geronimo. Ja, da rein. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön. Hallo? Was ist hier los? Ich verstehe mich selbst nicht mehr. Ach, leck mich doch. Dankeschön. Dankeschön. Und ja, das war's soweit. Gehen wir bloß nochmal hier rein. Holen uns hier hinten diesen Kasten. Und das war's dann. Auf ins Ziel. Achso, denn da war ja noch was. So, hier hatten wir alles, ne? Ja. Übrigens, diese Mod, also dieses Map Pack, findet ihr genauso wie alle anderen Sachen oder die meisten anderen Sachen bei Mod Database, also moddb.com oder einfach moddb im Internet eingeben bei Google und ihr werdet ihr finden. Einfach zusammen mit Nont.e. Tada, das war's. Und dann werdet ihr dieses Map Pack finden. Aber wie gesagt, man muss halt wirklich speziell danach suchen. So als. Ah ja, doch, okay. Die Mod hier habe ich auch noch durchgespielt. Ah, da sind wir gerade rausgekommen. Geil, oder? Und so hängen halt hier wirklich alle Maps komplett miteinander zusammen. Ich kann ja mal ganz kurz zeigen. Also, wie gesagt, habe ich selber durch Zufall gefunden. Mod, Database. Und dann. Nont.e oder findet ihr schon? Oh, okay, reicht doch nicht aus. Oder hat die Autokorrektur gemacht? Nö. Gut, dann wie ist die Kacke? Remastered. Gut, dann gehen wir es halt ohne ein. So. Hä, was gibt denn jetzt für eine Kacke ein? Bin ich gerade behindert? Ja, ich bin behindert. Also es reicht doch. Man müsste es aber auch schon richtig schreiben. Ich habe Nonte geschrieben statt Sonte. Tada, da ist es. Also wie gesagt, einfach nur Mod Database, so heißt die Seite, moddatabase.com. Und dann halt Honte und dann habt ihr hier direkt Honte Remastered Mod for Doom 2. Es gibt davon zwei Versionen. Einmal diese FOG-Version, das ist eine Kompatibilitätsversion für, ich glaube, GZ Doom Version 1X und 2X. Und sowas wie, andere Source-Ports. Und ich nutze halt die offizielle Version, die hier halt für die aktuellen GZ-Doom-Version. Wie gesagt, man findet das aber nur wirklich, wenn man direkt danach sucht. Und das finde ich halt extrem schade. Aber gut, soll jetzt nicht mehr unser Problem sein. Ihr wisst jetzt, wie ihr daran kommt. Von daher, schau mit V.